Wir schauen uns jetzt mal den IFEN Multimedia Player etwas genauer an. Man startet dazu den IFEN Launcher und kommt dann auch gleich auf die entsprechenden Apps, die in dem Launcher drin sind. Eines davon ist der Multimedia Player von IFEN. Den startet man ganz einfach, indem man auf diesen blauen Button da geht. Vorher sollte natürlich in der App Machine Feedback IFEN eingestellt sein. Ja? Also wir starten mal den Multimedia Player hier mit der Plattform Brain Avatar. Es öffnet sich dann der Startbildschirm mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Das Einfachste ist, man geht einfach gleich auf Play. Ja. Und sucht sich dann entweder eine Streaming-Plattform aus oder Videos, die auf der Festplatte gespeichert sind oder eben auch Videos, die sowieso gleich eingebaut sind in den Multimedia-Player. Gehen wir erstmal auf die Streaming-Plattformen, nämlich hier zum Beispiel Netflix. Das geht dann folgendermaßen. Man klickt auf die entsprechenden Schaltflächen. Dann hat man gleich zur Auswahl die Möglichkeiten von dem Zoomen, weil hier heißt es Moderate Zoom. Man könnte natürlich auch Play Continuously nehmen. Das würde dann einfach Stop and Go machen. Das Video würde angehalten, wenn man unterhalb der Schwelle ist, aber es würde weiterlaufen, wenn man überhalb der Schwelle ist. Dann haben wir hier Frame by Frame. Das geht auch, aber die meisten nehmen Zoom und das würde ich jetzt einfach mal zeigen. Man könnte natürlich auch noch den Sound mit dazu modulieren, indem man einfach hier das Häkchen setzt. Ja. Was wir hier noch haben, sind verschiedene Möglichkeiten für den Zoom-Hintergrund, in welchem Raum man diesen Zoom-Effekt gerne haben möchte, wie im Kino zum Beispiel oder in einem Konferenzraum, je nachdem, ja, was halt gerade am besten passt. Wir bleiben auch bei. Ja, wir nehmen mal das Living Room und das Wohnzimmer und starten von da aus. Ich gehe jetzt mal hier auf Play, habe also meine Modulationsmethode gefunden und ja, und das sehen wir schon, das zoomt jetzt groß und klein. Und ja, genau, wir wollten ja Netflix und jetzt ist auch Netflix da und ich habe mich schon eingeloggt in den Netflix-Account, das kann man direkt in der Multimedia Player Applikation machen. Da gibt man dann einfach seinen Account Login ein, die ID und das Passwort. Ja? Und jetzt kann ich hier die entsprechenden, ja, kann man hier was aussuchen. Jetzt ist schon hier ein bisschen problematisch, weil das, wenn das so klein ist, dann dauernd hin und her geht, weil das macht jetzt ja schon modulieren. Das passiert ja praktisch schon. Ich kann also hier dann auf Fullscreen gehen, wenn ich in aller Ruhe das Video aussuchen möchte, mit dem ich das neue Feedback mache. Ne? Also ich gehe einfach mal, suche ich da mal durch und schaue, ob ich was finde. Ah ja, der Mensch zum Beispiel, das ist eine ganz nette Doku, die nehme ich jetzt mal her und schon geht's los. Ja? So. Hier meldet sich Netflix. Genau. Und jetzt habe ich die Der Möglichkeit, Muskelsenkörper besteht zum aus Beispiel vielen Organsystemen. sofort Einige beschützen uns. kann ich mir die entsprechenden ja, Teile an, ich kann den Vor- und Zurückspulen des Videos. Ne? Das kann ich im Multimedia Player machen. Ja. Okay. So, ich gehe natürlich dann aus Fullscreen wieder raus, weil ich will ja, dass ich da Modulation bekomme. Und das passiert dann auch. So, ich muss natürlich hier auch wieder auf. Ne, das habe ich vergessen, auf den Play-Button zu gehen. Und jetzt geht's. In einem Sekundenbruchteil den Schlag des Gegners und
Wenn ich das nicht mehr möchte, gehe ich einfach raus aus der entsprechenden Sequenz oder aus der Applikation und suche mir dann was anderes aus, meinetwegen Prime Video, Disney, oder ich nehme ein Video, was ich auf der Festplatte gespeichert habe. Hier öffnet sich dann die entsprechenden Dateien, da wo Videos dann einfach gespeichert sind. Hier zum Beispiel kann ich das Video nehmen, das habe ich jetzt ausgewählt, dann gehe ich auf Next und dann wird hier ein Video benutzt, welches auf der Festplatte sich befindet, und hier ist das ein Video auf der Festplatte. Wenn ich möchte, suche ich was anderes aus, oder ja, könnt ihr auch hier auf Settings mal gehen und schauen wir mal uns hier an, was es alles zum Einstellen gibt. Ja, hier habe ich schon mal, also relativ einfach, schon sehr übersichtlich, die Zoom-Tiefe. Hier wird halt die Tiefe des Raumes bestimmt, wie weit dieser Zoom-Effekt geht. Manche vertragen das nicht so gut, weil wenn das so ganz tief rein und wieder dann wieder rausgeht und das rein und raus zoomen kann, manchen schon ein bisschen ja, zu schaffen machen, empfindliche Personen, dann würde man hier einfach die Zoom-Tiefe vermindern und man hätte dann einfach den Effekt ein bisschen abgeschwächt. Ja. Die Schnelligkeit von dem Zoom, die kann man natürlich auch einstellen. Es gibt auch Personen, die sind überempfindlich, und da kann diese Geschwindigkeit, dieses schnelle Hinein- und wieder rauszoomen, natürlich auch zu einer Problematik führen. Das könnte also jemanden schwindelig werden. Deswegen kann man auch hier die Geschwindigkeit anpassen. Genau. Beim Tonfeedback kann man hier einstellen, ob der Ton nun sofort leiser oder lauter werden soll oder sich das halt ein bisschen moderater darstellen sollte. Ne? Je weiter rechts, desto schneller wechselt der Ton, desto härter sind die Übergänge, und je weiter links ich diesen Regler schiebe, desto weicher sind die Übergänge zwischen laut und leise. Dann ist es nicht so abgehackt. Ja? Die Grafikeinstellung kann man wirklich so lassen. Man kann sogar das ständig in Fullscreen-Modus laufen lassen. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil das kann man ja jederzeit entsprechend dann während des Abspielens von Video kann man den Bildschirm oder den Ausschnitt immer noch größer oder kleiner machen. Hier gibt es noch die Möglichkeit, die Software entsprechend zu konfigurieren, dass zum Beispiel ein bestimmtes Event mit diesem Video-Feedback assoziiert ist. Hier ist es IN5, das heißt, dass es das Event Nummer 5 ist in der Software, die steuert letztendlich das Feedback. Das ist das alles oder nichts. Entweder man ist über der Schwelle oder man ist unter der Schwelle, je nachdem. Und das Event 5 ist schon bei den allermeisten Feedbacks voreingestellt. Deswegen muss man hier eigentlich gar nicht viel machen. So, und dann kann man diese Einstellungen speichern und geht halt dann zurück und ist dann wieder in der Auswahl. YouTube, Netflix oder was auch immer. Man kann also auch durchaus YouTube nehmen. Hier sind schon verschiedene URLs gespeichert. Wenn ich da auf was zurückgreifen will, was ich schon mal angeschaut habe, dann gehe ich einfach her und klicke da drauf und kann dann die YouTube-Videos eben dann auch im Zoom-Modus oder im Stop- und Go-Modus abspielen. Und die Einstellungen gelten dann eben auch für alle Videoplattformen.